Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück im Krieg, wo auch sonst hier bei Europa Universalis wir mit den Weißwurst Bayern, ja, gegen Aachen, Österreich und Burgund. Ja, Aachen ist schon belagert, gut, mal, das war jetzt keine große Kunst, Aachen ist ja auch nur eine Provinz, aber gut, ne? Ja, Burgund, das sieht schon ein bisschen anders aus, aber die Jungs, die haben noch Feuer, die haben noch Leidenschaft, die haben noch Lust auf Kampf. Soll uns aber egal sein, wir haben ja schon mal ein bisschen Österreich belagert. Na, Österreich hat jetzt auch das Problem, dass Mantua mit dem Krieg ist, aber gut. Ja, wir haben die Hauptstadt von Österreich belagert, das ist sehr schön. Festungsstufe 7, Frechheit, echt. Naja, so, jetzt versuchen wir mal hier ein paar Truppen wegzurauchen. Ich würde vorschlagen, wir greifen nochmal hier an. In Aachen, wir lassen uns diese Belagerung hier nicht wegnehmen. Und mit unserer anderen Armee marschieren wir nach Braunschweig. Genau, so, auf geht's. Bewegt euch, faules Pack. Oh, Aachen hat schon 42%, aber da kommen unsere tapferen Truppen und kloppen hier weg. Beziehungsweise mit Pommern auf 200. Jawohl, ja, da verabschiedet sich Österreich. Servus, Nochert. Auf Wiedersehen, genau. Was, kein Stack-Vibe? Frechheit. Oh, die haben auch gar keinen schlechten Anführer hier. Der Viktor von Hagedorn, schau an. Küss die Hand. Na bitte, hinfort mit ihm. Oh, jawohl, da gibt's Kloppe. Das sehe ich gern. Da gibt's Kloppe, da mache ich mit. Mach ich mit. Hinfort mit dem Österreicher. Oh, böse. Aua, aua, jawohl, alles kaputt. So, wenn wir schon mal da sind, dann können wir jetzt hier oben auch gleich ein bisschen wegrushen. So, oh, oh, oh. Die dreckigen Österreicher haben hier Brandenburg, Braunschweig besetzt. Das finden wir nicht sehr lustig. Aber wir rächen uns. Rache für Brandenburg oder so ähnlich. Naja. Oh, Militär-Upgrade können wir machen. Ah, das ist mir noch zu teuer. Plus 15 ist mir zu teuer. Wir sind bei 20. Österreich hat auch 20. Also keine Not, hier irgendwas zu machen. Irgendwelche verrückten Sachen. Hallo, würdest du hier mal stopp, schnell mit reinspringen, dass du noch ein bisschen Militär-Tradition, Armee-Tradition und so bekommst? Schnell, 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 schnell. Jawohl, wir sind noch drin. Haha. Sehr gut. Haben wir nochmal was abgestaubt? Perfekt. Oh, böse Kriegsmüdigkeit. Uiuiui. Böse Kriegsmüdigkeit. So, Truppen. Flitzestiefel deaktivieren. Ab in die Pikardie zum Belagern. Was ist das? Niederlande wollen durch. Wieso? Nassau und Bremen. Alles klar. Jawohl. Darfst du machen. Kein Thema. So, die erholen sich da. Das klappt auch bloß ihr, dass ihr euch da holt. Hallo? Hallo? Du sollst... Du kleiner, dreckiger... Warum bewegt er sich nicht? Verstehe ich nicht. Staatssee Frankreich, na gut. Warum bewegt sich dieser Trottel hier nicht? Ach so, ja, weil er in der blöden Festungszone ist. Mein Gott, ja, ja. Na schön. Weil ich die Belagerung verloren habe. So, Tirol. Ja, wir könnten Tirol mal belagern lassen hier, ne? Auch Mantua ist hier schon am Belagern. Das ist ja doof. Okay. Hier lassen wir mal... Wen lassen wir hier belagern? Würzburg, oder? Hier lassen wir Würzburg belagern. Hier lassen wir Würzburg... Würzburg belagern. Schwierig, schwierig. Alles sehr schwierig. Okay. Ja, was mache ich mit meinen ganzen Handlampen hier? Ich habe keine Ahnung. Hamburg, genau. Hamburg braucht natürlich auch mal eine kleine Beziehungsverbesserung. Logisch. Dänemark schadet auch nicht. Wenn wir noch mal ein bisschen rumschleimen. Mantua hätten wir noch. Können wir mal wieder. Ja, genau. Beziehung verbessern von wegen. Anspruch fingieren natürlich hier. Von unseren freundlichen Nachbarn im Osten. Diese Schwachmaten. Oh, mit den Niederlanden sollte man mal wieder ein bisschen Beziehungspflege betreiben. Schadet ja bestimmt nicht, ne? So. Jetzt heben die hier die ganzen Belagerungen auf. Wie die spinnen wohl. Boah, Leute. Ey. Okay. Sorry, es hilft nichts. Ich muss hier selber Hand anlegen, weil meine Bündnis oder meine Verbündeten sind zu dumm. Die sind einfach zu dumm. Es ist so. So, mit euch wackel ich da runter und räume da ein bisschen auf.
Oberschwaben wird von Österreich besetzt. Das ist eine Frechheit. Die trauen sich was, die Oberschwaben. Die Österreicher meine ich, nicht die Oberschwaben. So, da rauchen wir die Österreicher weg. Jawohl. Dann rauchen wir hier die Österreicher weg. Jawohl. Dann rauchen wir da unten die Österreicher weg. Klauen die uns einfach Oberschwaben alias Ravensburg. Wo kommen wir denn da hin? Wenn da jeder Handlamper da einfach hier bei uns tun und machen kann, wie sie lustig sind. Das geht ja gar nicht. Ihr könntet euch mal beeilen hier mit Tirol, ihr Luschen. So, dann holen wir uns halt hier das Südtirol, ist doch egal. Wird alles belagert. Jawohl, so, auch nach Hause geschickt. Mit Dänemark, beste Freunde. Sehr schön, mit Dänemark, oh groß, tapfer Dänemark. Was hast du eigentlich? Norwegen, Polen, Litauen, bäh. Ganz schlecht. Na gut, so. Wie sieht's denn hier eigentlich aus? So, auch Österreich ist nicht mehr so lustig am Start. Aber Burgund ist nach wie vor hier penetrant aufdringlich. Was? Burgund will Frieden? Warum denn? Sie zahlen Kriegsreparationen, aber sonst nichts. Ach, so, sie zahlen hier noch ein bisschen Geld. Ja, es ist okay. Alles klar. Burgund, du bist raus. Kein Problem. Ist mir recht. Dann zahlst du uns Geld. Das ist alles schöner Cash. Ne? Alles Cash, was kommt. Hier geht bitte nach Kassel. Könnt ihr da oben ein bisschen belagern. Ne, Kassel und Hessen können wir so einstecken. Da ist ja keine Festung und so. Ist mir ganz recht, dass Burgund draußen ist. Dann können wir uns nämlich auf was anderes konzentrieren. Oh, hier unten große Klopperei. Moment, da mach ich mit. Da mach ich mit. Will auch Armeetradition haben. Bin wieder zu langsam gewesen. Super. Mach ich wieder zu langsam. Metz wurde befreit. Frechheit. Kärnten haben wir gewonnen. Jawohl. Was ist denn das hier? Ach, hier hat Mantorbella. Was habe ich hier scheiß belagert? Mist. Ist ja blöd. Okay, dann holen wir uns Krein. Dann holen wir uns halt Krein. Und Görz holen wir uns auch noch. Dann ist hier unten alles zu. Und wir haben unsere Ruhe. So, und wir müssen hier mal kurz Würzburg helfen. Machen wir. Abgerufen, Niederlande. Jawohl, da ist unser tapferer Söldner mit im Spiel. Haha, und schon schickt man Österreicher nach Hause. Tja. Das kann passieren. Oh, der. Oh, Lothringen ist wieder österreichisch. Österreichisch, ja, genau. So, Südtirol gehört uns. Jawohl. Dann geht's mal hier hoch. Jetzt wird hier ein bisschen belagert, bitte. Krein gehört uns. Jawohl. Auch ihr geht mit nach oben. So, nachdem hier unten jetzt alles erledigt ist, konzentrieren wir uns hier auf diese Provinzen. Oh, ich verliere hier, oder was? Nö. Doch, vielleicht. Weiß nicht. Sieht schwierig aus. Moment. 1, 2, 3. Auswählen. Da runter. Ja, ich habe natürlich verloren. Klar, danke. Aber gut, das war nur ein dummer Söldner. Also von dem her ist mir das völlig wurscht. Ah, Kassel gehört uns. So, jetzt haben wir ihn heimgeschickt. Du gehst weg. Du bist Söldner. Du gehst bitte darüber. Das ist ein bisschen undurchsichtig, gell? Grausamkeit der Söldner. Ja, ja, das Event kennen wir auch schon. Söldner werden teurer. Ja, mein Gott. Dann werden sie halt teurer. Ist mir auch egal. So, einer geht bitte hier nach Metz. So, du gehst hier rüber in den Sundgau. Wäre doch gelacht, wenn wir die Jungs nicht kaputt kriegen da. Das wäre doch gelacht. Hessen ist unser. So, du gehst nach Ansbach, Junge. So, Wien. Will ich hier eigentlich irgendwas? Man könnte Wien an Ungarn geben. Das wäre natürlich ein fieser Schlag. Ja, warum nicht? So, machen wir so. Ungarn, Top-Provinz, ne? Sehr gute Provinz.
Und könnt ihr auch die... Ja, nee, nee. Nee, keine verrückten Sachen, Haubi. Keine verrückten Sachen. So, Lothringen ist wieder da, wo es hingehört. Perfekt. Ah, hier wird gekloppt, jawohl. Württemberg ist unser, Metz ist unser. So, du gehst bitte hier wieder mit rein. Tja, da verabschiedet sich der klägliche Rest von Österreich. Jetzt haben sie noch 2800 Mann. Eieiei. Was war aus dem großen Kaiser? Was ist aus ihm geworden? Nichts. Ein Schatten. Ferner Tage. Ein trauriger Schatten. Tja, den haben wir sauber gerupft, ne? Den Kollege. Den haben wir sauber gerupft. Hab ja überhaupt kein Mitleid. Nö. Nö, hab kein Mitleid. So, wir haben aber Geld. Wir haben Geld. Beim Handel wollten wir was machen. Handelsdepot bauen, genau. So, da würde sich anbieten. Hier München mit 2,4 auf jeden Fall. 1,9 in Augsburg. Umschlagplatz Wien. 1,6 Umschlagplatz Wien. Jetzt habe ich wieder kein Geld, genau. So, Sundgau ist unser. Was kommen da für bei Handlampe? Moment. Dann mach ich mit. Da mache ich mit. Okay, da bin ich zu spät. Da bin ich zu spät, schade. Breisgau, jawohl. Halt da bleiben. Oh, das ist ein bisschen viel vielleicht. Moment, 18 und... Anu. Ach so, ja klar. Bin ich doof. Dann geht ihr hier hoch bitte und die 18 gehen nach Ansbach. Klar, die gehören ja zu Ansbach. Oder zu der Armee in Ansbach, besser gesagt. So, Hamburg. Beziehung verbessert. Wir haben Unruhe. Warum das denn? Kleve. Was sind Kleve? Ach klar, weil hier besetzt ist. Was? Kriegsmüdigkeit, Nanu? Kann doch gar nicht sein. Also bitte. Das stimmt was nicht. Ach so, weil es von Aachen besetzt ist. Da gilt dann wahrscheinlich dann die Kriegsmüdigkeit von Aachen. Hm. Nicht schön. Nicht schön. Was brauchen wir hier zum Belagern? Sehe ich jetzt hier nicht, gell? Okay, die fliegen raus. Das sind, glaube ich, alles Söldner. Ja, alles Söldner. Ihr geht nach Kleve, bitte. Der Kleve-Söldner-Verbund. Wie auch immer. So, 10, 8, 1. Jawohl, genau. Das ist hier meine Wolfgang die erste Armee. Ja, das sollte relativ schnell gehen. Das sollte schnell gehen. Ich könnte hier trotzdem mal ein paar Truppen rausziehen. Und die gehen einfach mal nach Mainz. Na, okay, dann gehen sie halt nach Würzburg. Mein Gott. Ja, das ist eine Oma, der Krieg, ne? Absolut. Das ist eine Oma. Hier habe ich immer noch Waffenstillstand. Das regt mich ja gar nicht auf. Ich könnte hier nochmal einen Anspruch fingieren. Könnte ich machen. Wir haben ja Zeit. Also, Anspruch fingieren. Da ist doch wieder der schwindlige Österreicher. Moment. Oh, nee. 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 Will nicht. Will nicht mit der Kirche ums Dorf fahren. Das mag ich einfach nicht. So, warum funktioniert... Oh Gott, ich brauche hier einen mehr. Okay, Moment. Den einen habe ich, glaube ich, noch übrig. Wie viel brauche ich hier? 12. Ja, kein Problem. Hier brauche ich 7. Da fehlt einer. Einer fehlt da. Einer. Ein ganzer. Mhm. Moment, das machen wir gleich. Das beheben wir gleich, das Problem. Wir haben Ansbach gewonnen. Jawohl. Hurra. Ansbach ist unser. Wie uns das freut. Ansbach ist unser. So, also da hopp. Da hopp. Können wir hier oben jetzt Kleve befreien. Hoffentlich. Mantua, mach mal Frieden mit Österreich. Kassel ist besetzt.
Aragorn fordert unsere Unterstützung gegen Portugal, Portugiesisch-Brasilien, Rio de Prata. Mit dem Kirchenstaat, ja, wohlan. Man kämpft halt mit dem Kirchenstaat auch noch. Ist doch völlig egal. Was soll der uns tun, der arme Kirchenstaat? Mainz wird besetzt. Sehr schön. So, ihr latscht da runter, bitte. Oder, Moment. Latscht ihr da runter? Nee, ihr latscht bitte darüber. Genau, dass wir hier die Belagerung auch noch fertig kriegen. Das hier soll gefälligst Ungarn belagern. Zack. Wir haben ja schließlich 38.000 Mann stehen, oder so ähnlich. Naja, fast. Geschädigter Ruf, ach Gott. Stabilität oder Diplomacht? Hm. Diplomacht, AD. Hinfort mit der Diplomacht. Kann hier mal jemand das, den Blödsinn hier verhindern vielleicht? Oh Leute, ey. Okay, gut, alles klar. Die Herrschaften haben hier ihren Job gemacht. Das finde ich sehr positiv. So, hier wird die Belagerung aufgehoben. Jetzt sind wir mit Mantua verbündet, oder was? Ah ja, Mantua ist mit dem Krieg genauso wie Frankreich. Oh, oh, armer Kirchenstaat. Oh, du tust mir richtig leid. Sorry, da latsche ich jetzt nicht runter. Der Kirchenstaat hat nichts zu lachen. Oh, oh. Das ist nicht gut. Ja, das wird jetzt noch alles durchbelagert hier und dann ist Äpfel. Ja, natürlich, unser glorreicher Agent wurde mal wieder erwischt. Oh, Freunde. Es ist so zäh. Das ist so zäh mit dem scheiß Agenten. Das tut weh. Das tut einfach nur weh. Köln. Was machen wir eigentlich mit Köln? Da haben wir auch noch nie drüber nachgedacht. Was machen wir mit Köln? Köln, Waffenstillstand, bla bla bla, Bayern 65, in 4 Jahren. Wir sind verbündet mit Österreich. Genau, ihr wisst, was ich gerade denke, gell? Mhm. Man könnte den nächsten Krieg gegen Österreich inszenieren. Wir haben auch einen Kriegsgrund, beziehungsweise nicht wir, sondern Brandenburg. Heißt, hier muss ich eigentlich gar nichts machen, das passt hervorragend. Das trifft sich hervorragend. Sehr schön. Oh, armes Österreich. Die tun mir echt... Ja, na, das tun sie mir leid. Na, ich weiß nicht. Eigentlich nicht. Eigentlich tun sie mir nicht leid. So, wir werden hier jetzt erst einmal... Das geht an Würzburg. Zack. Kassel. Hessen. Kassel. Mainz. Frankfurt. Ah, Frankfurt hat Mantua belagert. Das ist ja doof. Das ist ja blöd. Hm. Aachen ist eigentlich völlig uninteressant für uns, gell? Was, die haben kein Bündnis mehr mit Österreich? Da hat sich aber gerade was verändert. Da hat sich gerade irgendwas verändert, weil die hatten das Bündnis. Wobei, man könnte Aachen auch einstecken, gell? Da kommt es, glaube ich, auch nochmal drauf an. Da kommt es nicht mehr drauf an. Aggressive Expansion 33, aggressive Expansion 3, ach mein Gott. Niederlande 23, da können wir ganz locker was einstecken, jawohl, Würzburg gehört uns. Aber nicht mehr lange, denn wir treten es ab an Würzburg. Da werden sie sich wieder freuen. Nürnberg ist auch bald vorbei, ne? Mhm. Ja, dann gibt es hier nicht mehr viel zu machen, denke ich. Nee. Österreich, Frieden verhandeln. So, pass auf. Kernprovinz zurückgebe an Würzburg, an Würzburg. Es kostet 6 AE, das ist eine Lachnummer. Ist echt eine Lachnummer. Kernprovinzen aufgeben. Hm. Wenn ich Elsass will. 11. Okay. Naja, das würde ja auch noch gehen. Okay, das wäre dann schon zu heftig. Boah, oh, allein die eine Provinz kostet 10 aggressive Expansion. Nee, 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 nee. Nee, nee. Machen wir nicht. Kernprovinzen zurück? Nö. Nation entlassen?
Essen, Mainz, Württemberg. Will ich das? Nö. Die machen bloß wieder irgendwelche Scheißbündnisse mit Polen, Litauen oder sonstiges. Das wollen wir nicht. Verträge kündigen mit Köln? Nö, das bitte nicht. Kriegsreparationen. Ansprüche auf Bayern aufgeben. Ah, das machen sie nicht. Okay. Aber Geld zahlen machst noch, gell? Ja. Okay, armes Österreich. Elsass an Bayern. Kernprovinz Ansbach, Würzburg an Würzburg. Geld. Ja, wohl an. So, sehr schön. Sehr schön. Wieder Prestige. So muss es sein. So, jetzt hat aber Österreich natürlich noch das Problem, dass sie immer noch mit Mantua im Krieg sind, ne? Heißt, Mantua wird jetzt hier sauber weitermachen. Das ist uns völlig wurscht, weil es uns einfach nicht interessiert. Würzburg sieht das jetzt plus 200, ne? Die sind jetzt mal richtig gut auf uns zu sprechen. Aber die wussten nur nicht, dass wir das mit Absicht gemacht haben, damit wir hier positives Ansehen kriegen, dass wir sie annektieren können, unseren Vasallen. So schlau ist Würzburg nämlich gar nicht. Wir nutzen sie nur aus, die Bösen. So, hier, Kernprovinz, zack. Eine Kernprovinz, bitte. Ach Gott, ist das schön. Wir verloren den Kriegsgrund gegen Österreich, das ist mir wurscht. Macht nix. So, wie sehen wir da aus? Ja, ist doch nicht schlecht. So, oh, ich muss mich um Pommern kümmern, glaube ich. Ja. Ich muss mich um Pommern kümmern. Wir haben nicht genug Reichsautorität. Wir haben unsere kaiserlichen Beziehungen bereits verbessert. Ja. Okay, na gut. Pommern. Ich müsste mich hier noch ein bisschen um Pommern kümmern. Heißt, Pommern könnte hier Ansprüche... Oder, ja, Moment. Oh, Gold, ey, Gold. Jawohl. Der Pole hat ein kleines Problemchen. Der ist im Krieg mit dem Osmanen. Sehr schön, ey, Freunde, das ist der nächste Krieg. Wir klatschen Polen jetzt weg. Beziehungsweise, jetzt erst einmal hier stecken wir Aachen ein. Mainz. Da hat es ein bisschen da Geld. Danke. Religion erzwinge. Aachen wird nach dem Krieg nicht länger existieren. Ist mir egal. Mainz. Oh, unser meine ich natürlich. Unser, nicht meins. Entschuldigung. Außerdem ist meins hier. Und meins ist nicht meins. Ja, immer diese Wortspiele, ich weiß. So. Jawohl, Militärtech. Push. Eins nach oben. Sehr gut. Oh, Leute, jetzt geht's dem Pole an den Krager. Jawohl. So, mit den paar Söldnern, die lösen wir... Nee, die lösen wir nicht auf. Die verheizen wir da oben. Ist ja logisch. Die heizen wir weg. So, ab in die Neumark. Ihr geht nach Posen. Ach, wird das ein Spaß, wenn wir jetzt den Polen auch noch in den Hintern treten. Oh, wird das geil. Wir nutzen das natürlich voll aus, ne? Wir nutzen das voll aus, wenn der hier auf die Mütze kriegt. Oh, wird das stark. Wird das stark. Was ist das überhaupt für ein Krieg eigentlich? Wer hat denn da angefangen? Moskau. Ah ja, ein Religionskrieg. Ach du Scheiße, okay. Moskau, Osmane, Großbritannien ist auch dabei. Ja gut, die sind ja keine Größe momentan. Polen, Dänemark, Schweden, Norwegen. Oh, das könnte interessant werden. Dänemark, Schweden, Norwegen. Alter Scheiß, das könnte interessant werden. Ha. Dänemark, Norwegen, Kirchenstaat. Das könnte richtig interessant werden. Norwegen ist unabhängig, gell? Ja. Norwegen ist unabhängig. Norwegen hat hier oben Island. Norwegen hat hier oben Finnland, also ne, Winland, Wikinger, oh, hurra. Man könnte vielleicht diesen Krieg nutzen, ein bisschen Norwegen sich holen, sich Island dadurch holen,
und hat dadurch vielleicht ein Sprungbrett hier rüber. In die neue Welt. Das wäre eine Idee. Das wäre eine Idee, Freunde. Aber, genau, ihr wisst, was jetzt kommt. Richtig. Die Idee setzen wir nicht mehr heute um. Oh, ist das gemein. Ja, ja. Ich weiß, aber hey. Naja, irgendwo muss natürlich ein Schnitt sein. Ne? Es hilft ja nichts. Also, Freunde, kühner Plan. Mal schauen, ob er sich in die Tat umsetzen lässt. Wir sind gespannt. Ich sag wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein bei Europa Universalis, wir mit den Weißwurst Bayern. Ja, und dann bin ich raus für heute. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.